Die Lehre genießt nach wie vor ein hohes Ansehen im Bundesland Salzburg. Fast die Hälfte der Jugendlichen pro Jahrgang entscheidet sich für eine duale Ausbildung. Vor dem Hintergrund des steigenden Fachkräftemangels muss die Lehre aber weiter gestärkt werden. Dafür will eine Allianz aus Politik, Sozialpartnern und AMS etwa neue Zielgruppen für die Lehre ansprechen. Wir wollen aber vor allem auch mehr Maturanten in die Berufsausbildung hineinbekommen. Das ist derzeit, liegen wir bei 3,4% der Lehrlingen. Da ist enorm Luft nach oben. Sie müssen sich vorstellen, in Deutschland sind, glaube ich, 27% der Abiturienten machen eine Berufsausbildung im Anschluss. Und da sehe ich ein riesiges Potenzial dazu. Dafür wird etwa ab Jänner 2020 im Talente-Check Salzburg der Karriere-Check für Maturanten angeboten. Er soll nicht nur über Studienrichtungen, sondern auch über attraktive Lehrausbildungen nach der Matura informieren. Etwa über die duale Akademie, eine stark verkürzte Lehrausbildung für Maturanten. Ich möchte wirklich einen Appell heute aussprechen an alle Maturantinnen und Maturanten. Schaut euch dieses Modell an. Es ist sehr attraktiv und es ist sehr zukunftsorientierend. Und man hat alle Erfolgschancen, nicht nur für den Beruf, sondern auch im monetären Bereich. Lehrlinge ab dem 18. Lebensjahr bekommen bereits den Hilfsarbeiterlohn und können sich so diese Ausbildung leisten. Zudem zahlt das AMS eine Förderung an den jeweiligen Ausbildungsbetrieb. Aber was uns ganz, ganz wichtig ist, diese Vielfalt der 200 Lehrberufe im Bundesland Salzburg aufzuzeigen. Weil wenn ich schon im zweiten Bildungsweg mich entscheiden kann, dann soll es auch die richtige Entscheidung sein. Mit an Bord ist auch die Salzburger Arbeiterkammer, die mit eigenen und sozialpartnerschaftlichen Maßnahmen mithelfen will, die Lehre zu stärken. Ein Lehrabschlussprüfungszeugnis ist ein Wertpapier, das wirklich viel bringt im beruflichen Leben und mit dem einem die Türen offen stehen. Und deshalb denken wir, das eint uns ja auch alle in der Allianz, treten wir es hier so stark ein für die Lehre und wollen wirklich für Jugendliche auch die Situation verbessern. Vom Wertpapier Lehrabschlusszeugnis kann auch der WKS-Präsident berichten, der seine Karriere als Lehrling begonnen hat. Mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen, mein eigenes Unternehmen gegründet, heute über 330 Mitarbeiter, 4 Standorte in Europa. Und wenn man es auch so sagen möchte, man kann es auch mit einer Lehre bis zum Wirtschaftskammerpräsidenten bringen. Also Lehre ist attraktiv und bietet, wie das Beispiel zeigt, auch große Karrierechancen.